Moin Leute, ja, ich habe gedacht, ich könnte mal wieder was Schönes für euch veganisieren. Demnächst ist ja auch Ostern und ich habe auch so an früher gedacht, was mir damals so am meisten oder am besten in Erinnerung geblieben ist bei den Festessen. Und am liebsten mochte ich es eigentlich immer, die Bratensoße mit der Beilage aufzutitschen. Und was mir als Beilage immer am besten gefiel, waren Kroketten, auch noch vor Pommes. Da hätte ich eigentlich auch einen ganzen Teller Kroketten nur mit Bratensoße essen können damals. Deswegen habe ich heute mal gedacht, könnte man ja mal die Kroketten veganisieren. Die Füllung von den Kroketten ist eigentlich sowieso vegan. Das ist eigentlich nur Kartoffel, bisschen Stärke und ja, noch ein kleines bisschen Fett. Die Herausforderung ist eigentlich nur, die Ummantelung hinzubekommen. Aber ja, eigentlich ist das ganz einfach. Okay, los geht's. So, für die Kartoffeln braucht ihr ein bisschen Vorbereitungszeit. Ich habe jetzt hier 500 Gramm Kartoffeln gekocht, dann das Wasser abgegossen, zerstampft und das Ganze abkühlen lassen. Da könnt ihr euch immer ein paar Kühlakkus zur Hilfe nehmen und das Ganze ja vor ein offenes Fenster stellen zum Beispiel. Da geht das relativ schnell. So, die Kartoffeln könnt ihr auch schon gleich mal würzen mit einem Teelöffel Salz und circa einem halben Teelöffel Muskatnuss. Das ist jetzt wirklich die ganz klassische Variante. Da könnt ihr noch sehr viel variieren. Zum Beispiel könnt ihr noch viele Kräuter reinmachen oder ihr könnt es zum Beispiel scharf machen mit Chili. Oder ihr könnt zum Beispiel auch ein bisschen Gemüse reinschneiden, zum Beispiel ganz klein gehackte Pilze, habt ihr sozusagen Pilzkroketten. Auch sehr lecker, aber ich mache jetzt hier mal wirklich die ganz klassische Version. Dann braucht ihr noch 20 Gramm Stärkemehl und außerdem 20 Gramm Margarine. Und das Ganze könnt ihr jetzt mit der Hand zu einem schönen, geschmeidigen Teig kneten. So, wenn ihr meint, dass ihr den Teig genug geknetet habt, dann könnt ihr ihn erstmal beiseite stellen. Wichtig ist beim Kneten vor allem, dass ihr darauf achtet, dass ihr die Margarine gut verteilt habt. So, für die Panade braucht ihr dann Semmelmehl. Das könnt ihr am besten in einen flachen Behälter oder ganz einfach in einen tiefen Teller geben. Und für den flüssigen Teil der Panade, also den Teil, wo die Kroketten zuerst drin gerollt werden, braucht ihr erstmal 2 Esslöffel Lupinenmehl, 1 Esslöffel Kichererbsenmehl und 12 Esslöffel Sojamilch. Und das könnt ihr dann schön verrühren, möglichst so, dass alle Klumpen verschwunden sind. So, und fertig ist eure flüssige Panade. Dann können wir jetzt anfangen, die Kroketten zu formen. Da könnt ihr erstmal kleine Bällchen in der Hand machen und die dann ganz einfach auf ein Brett legen und vorsichtig zu einer langen Rolle rollen. So dünn und lang, ihr sie eben haben möchtet. Dann die Enden nochmal kurz flach machen. Und fertig ist eure erste Krokette. Ihr könnt sie auch dicker machen und dünner machen, so wie ihr möchtet. Dann müsst ihr natürlich immer aufpassen, dass ihr sie auch bei der richtigen Temperatur frittiert. Also wenn ihr sie jetzt super groß und super dick macht und dann nur ganz kurz bei hoher Temperatur frittiert, dann werden die außen zwar schön braun, aber innen halt immer noch roh sein. Ihr könnt genauso gut auch Kugeln formen und die panieren und frittieren. So, dann braucht ihr entweder eine Fritteuse oder so wie ich sie habe, einfach einen hohen Topf mit etwas Kokosfett in meinem Fall. Also sollte auf jeden Fall hoch erhitzbares Fett sein. Das könnt ihr schon mal warm machen und währenddessen können wir dann die Kroketten schon mal in der flüssigen Panade rollen, von allen Seiten am besten. Ein bisschen abtropfen lassen. Und dann ganz einfach in das Semmelmehl geben und von allen Seiten mit Semmelmehl bedecken. So, und sobald euer Fett heiß genug ist, könnt ihr dann die panierten Kroketten ganz einfach hineingeben. Und worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, ist, dass ihr das Fett am Anfang wirklich heiß genug werden lasst, denn bei mir war es jetzt noch nicht super heiß genug, deswegen sind die ersten paar jetzt aufgeplatzt. Die nächsten werden dann meist ein bisschen besser. Das ist allerdings jetzt nicht so schlimm, dass die aufplatzen. Essen kann man die trotzdem noch, solange sie halt nicht total zerfallen sind. Und dass die Kroketten fertig sind, merkt ihr halt entweder an der Farbe oder am besten ganz einfach daran, dass sie anfangen oben zu schwimmen.
Ja, und dann habt ihr eure eigenen veganen Kroketten gemacht. Und das Frittieren an sich ist schon irgendwie eine Kunst für sich. Denn ja, wie gesagt, am Anfang darf das Fett nicht zu kalt sein, sonst platzen die leicht auf. Oder manchmal passiert es auch, dass sie einmal eine Krokette rausholt, guckt, ob sie schon gut ist, sie wieder reintut und dann platzt sie auf. Also da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Ich finde aber auch, wenn die so ein bisschen aufgeplatzt sind an der Seite, wie der jetzt zum Beispiel, ja, ich finde, das macht überhaupt nichts. Ist halt ein kleiner Schönheitsfehler, aber lecker sind sie allemal. So, mal probieren. Oh. Also ich finde, da geht eigentlich, da geht echt fast nichts drüber. Dazu jetzt noch eine richtig schöne braune Bratensoße. Und ja, das Rezept ist ja eigentlich recht einfach, weil es wenige Zutaten sind, aber auf der anderen Seite auch recht tricky wegen dem Frittieren. Deswegen denke ich mal, dass ihr das zu euren Feiertagen nicht haben wollt, dass ihr sowas Kompliziertes macht. Deswegen könnt ihr die Kroketten auch ganz einfach einfrieren. Also ihr könnt sie fertig panieren, also fertig rollen, panieren und dann einfrieren auf einem flachen Brett, damit die nicht zerquetscht werden. Und wenn es dann soweit ist, dann ganz einfach in die Fritteuse oder halt in den Topf mit Fett hauen. Und dann habt ihr ganz schnell eure Kroketten fertig. So habt ihr halt auch besonders wenig Stress, wenn es dann soweit ist. Ja, mit den Kroketten könnt ihr euer Osterfest so richtig so was Besonderes machen und natürlich auch jedes andere Festessen. Also ich finde, die schmecken wunderbar zu brauner Soße und wenn ihr irgendeine Beilage sucht für euren veganen Braten, dann wären die auf jeden Fall das Richtige. Ja, dann wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Ausprobieren und beim Nachmachen. Schöne Osterfeiertage und bis zum nächsten Samstag. Tschüss!